So, was haben wir hier? Da haben wir erstmal den Jack-Server laufen. Hier haben wir eingestellt 16 Samples Buffer. Verbunden ist das an alles hier über das Connection Bay. Und S1 spielt dann jetzt über den Jack-Server. I was never ready to make the next step. You want a solid ground, but I'm an earthquake. I'm an earthquake. A different life, we could be perfect. Circumstances tear us apart. A different time. Ja, ein bisschen Gekrakel hört man da noch. Das ist jetzt allerdings auch der Screen Recording Software geschuldet. Das geht dann über ein Loopback hier durch das Ding hier durch und dann hier wieder raus auf die Screen Recording Software. Also das läuft zusätzlich noch nebenbei und dann wird noch aufgenommen. Wenn nicht aufgenommen wird, man jetzt in dem Fall hatten wir 50 Kanäle mit SSL-Channel drin. Wenn nicht aufgenommen wird, dann läuft es tatsächlich mit 128 Spuren und in jeder ein SSL-Channel aktiv mit einer Latenz von ja, etwas über einer Millisekunde.